Schrotflinten-Lotterhund. Für die totale Power. Bist du böse? Nee, ne? Wo sind hier die Bösen? Wo sind hier die Bösen? Schön. Und dann hatte ich noch Gewürze und Zucker in meiner Tasche gesehen. Und die brauche ich nicht wirklich mit mir rumschleppen. Deswegen packen wir das jetzt hier in meine Stashkiste. Gewürze. Damit das hier auch alles seine Ordnung hat. Und Zucker, weg damit. Schließlich wollen wir auch irgendwann mal richtig genau nicht schnappriert, sondern... Ah, oh, wie ist der Kuchen nochmal? Das habe ich mir doch hier extra irgendwo aufgeschrieben, ne? S'mores, genau, damit wir irgendwann mal S'mores herstellen können. 63 verdünnte Stimpaks sind in Ordnung. Kann ich eine Weile mit auskommen. Die Sheriff... Oh, die Sheriff braucht 45er. Das wusste ich gar nicht. Oh, das ist ja krass. Nicht, dass sich das dann irgendwann mit Jim Carroll schneidet. Das muss nicht sein. Ja, übel, ne? Echt krass hier. Na, haben wir noch ein bisschen Munition zum Aussortieren. Lohnt sich der Spaß schon? Dünn, dünn. Schnell die 556er wieder reinhauen. Für 2 ist ein guter Preis. Ist ein guter Preis. Kann man nicht meckern. Oh, oh, oh. Oh, unser Boostergetränk ist fertig. Nice. Unser erstes Boostergetränk. Wo ist das Teil? Oh, wo ist das? Supercamp MK1. Ich habe im Funk was Interessantes gehört. Wenn du kurz es, Zeit hast. Es ist genauso, wie wir im schlimmsten Fall vermutet haben. Der Nahkampfschaden wird erhöht. Plus 30% und plus 25 Schadenresistenz und zweimal, also plus 2 Stärke für 5 Minuten. Vorsichtig. Oh Gott, sie sind hier. Sie sind hier. Lauf. Verdammt, weg hier. Meine Güte. Das kam plötzlich. Ja, ich habe hier noch keine Verteidigung aufgebaut. Das kommt noch. Das kommt noch. Hey! Mein Zuhause, Mann! Alles cool, Mann. Alles cool. Haben wir gut gemacht. So, und von dir hätte ich noch ganz gerne... Die Muni. Das Gewehr kannst du behalten. Das würde hier nur rumliegen und jetzt nochmal extra zum Verkäufer gehen. Das muss nicht sein. Nein, nein, nein. Wir waren gerade hier am Munition reinpacken. Dim, dim. Die schmeiß ich weg, schmeiß ich weg, schmeiß ich weg, schmeiß ich weg. 2mm Kartusche, die würde ich ganz gerne ablegen nur. Die 5mm Munition, die 10.000 Schuss, Die sollte ich vielleicht mal... Die sollte ich vielleicht mal so ein bisschen minimieren. Wirklich Verkauf kriegt man die ja nicht, ne? Aber die wird schon ordentlich wiegen. Gib mir mal davon jetzt ein paar tausend. Ich leg die einfach hin. Irgendwer wird sich schon freuen. Hoffe ich doch mal. Mit den anderen Munitionsarten. Zack, zack, zack. Weg, weg, weg. Jo. Auch die 5mm Patronen bitte. Brennstoff. Okay. Und die Fusionszellen müssen wir noch ablegen. Die verticke ich. Die könnte auch haben. Kryozelle. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Das ist eine relativ seltene Munitionsart, aber wer kämpft schon mit dem Kryolator? Ist mir nicht bekannt. Ne? Aber ich glaube, wenn der Doppelschuss hätte, ne, ist ja auch eine Werferwaffe. Kann man schon ordentlich was damit anfangen, rein theoretisch, aber... Genau, die Plasmakerne wollte ich eigentlich in den Verkauf hauen. Ja, stimmt, genau. Aber ich hab die Preise dafür nicht. Ich habe noch nirgendwo anders mal Plasmakerne im Verkauf gesehen. Ist vielleicht ein Grund, das dann nicht zu machen, aber... Nun ja, allzu häufig gucke ich ja auch nicht in die Verkaufsautomaten von unseren Mitspielern hier. Ach, guck mal, ich habe sowieso schon 10 im Verkauf für 89. Ja, lassen wir die erstmal abverkaufen und dann gucken wir weiter. Wir können die ja immer noch aufstocken hier. Die Plasmakerne bei uns im Angebot.
Zack, die legen wir ab. Irgendwann für eine vernünftige Alois. Warum sind das hier zwei Haufen eigentlich? Das ist ja komisch. Das ist sehr, sehr komisch. Die 50er Patrone, ja, die packen wir weg. Falls wir dann Fantastic Fives Haus wieder rausholen wollen. Ach, ich will keine eigene Wohnung oder so. Nein, nein. Das ist viel zu viel Aufwand, genau. Fusionszellen. Ja, aber ich glaube, so viel brauchen wir nicht. Das ist schon ein bisschen übertrieben gerade. Plasmakartuschen, die sind echt schnell weggeschossen. Mit unserem grünen Glibber-Plasmawerfer der Enklave. Deswegen, da kann man nie genug haben. Aber Fusionszellen mit Blitzi, da schieße ich ein halbes Jahr mit, um hier die 3800 Schuss wegzuballern. Gebt mir mal bitte, wir setzen uns mal so ein Limit, ne? Irgendwas um die 1000. Und dann kann ich die auch gleich drinnen im Laden noch weglegen. Gamma-Patronen frisch reinsetzen, Kryozellen reinsetzen. Mal gucken. Vielleicht kauft die doch irgendwann einer. So, Gamma-Patronen rein. Nicht für 10, mach mal 2. Und die Kryozellen bitte auch für 2. Dankeschön. Die Plasmakerne, ja. Naja, bevor ich sie jetzt rumschleppe, wir setzen sie rein wieder für 89. Unsere ganz persönliche, unverbindliche Preisempfehlung. Und den Rest können wir weglegen und dann sind wir auch wirklich fertig. Das wollte ich schon lange mal wieder machen, so ein bisschen unsere Angebote überarbeiten. Ansonsten hätten wir auch nichts, was in den Verkauf noch rein müsste. Okay, klasse. Ich freue mich. Einen Moment mal. Ich habe doch hier so viel Munition hingelegt. Wo ist sie denn hin? Ist die weg? Oder ist sie beim Rauslaufen Ach, hier, alles klar. Beim Rauslaufen hat sich dann erst die Tasche gebildet gehabt. Unsere Beutetasche. So, das kann da noch rein. Die Fusionszelle. Oder die 4000 Fusionszellen. Ja, das lohnt sich nicht zu verkaufen. Die kriegst du überall hinterhergeschmissen. Okay, so lasst uns mal wieder was Score-Relevantes machen. Wir müssen noch ein paar Sachen machen. Töte eine Todeskralle. Oh, warte mal, das sind die wöchentlichen, ne, die ich schon angefangen habe. Vielleicht sollte ich mich eher darauf konzentrieren, ne? Die bringen auch mehr, glaube ich. Ja, 1000 auf jeden Fall. Dann lasst uns lieber rückwärts die Liste abgehen. Und dann gucke ich, was ich heute noch alles so hinbekomme. Stelle eine Fernkampfwaffe her oder verwerte sie. Ja gut, dann noch ganz schnell irgendeine Fernkampfwaffe hergestellt. Ist ja schnell gemacht, ne? Herstellen. Ach so, drinne, ja. Stimmt ja, die Waffenwerkbank ist ja drinne. Den Bau habe ich mir erspart. So, mechanische Waffen. Irgendwas Fernkampfmäßiges. Was ganz, ganz Billiges. Jupp, dankeschön. Und gleich auch zerlegen. Waffe zerlegen, Jagdgewehr. Und tschüss. Das wäre dann soweit geschafft. Erreiche eine höhere Stufe. Ja, machen wir ja nebenbei. Und um das ein bisschen zu beschleunigen, sollten wir unter anderem ein kurzes Nickerchen machen. Auf der Matratze hier von meinem besten Kumpel, dem Raider Punk. Hi! Ganz kurz nur ein Nickerchen, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen. Da fühlt man sich doch gleich viel, viel besser. Jetzt noch die Cranberries reingedonnert und der nächste Level kann kommen. Da müssen wir nur irgendwas noch machen, womit wir okay viele Erfahrungspunkte in kurzer Zeit bekommen. So, haben wir noch Cranberry-Soße. Ich will doch mal hoffen. Jupp, sehr schön. Und vielleicht ändere ich auch gleich mal den legendären Skill hier mit dem boxenden Skorpion, weil das können wir uns dann wirklich sparen. Das macht total wenig Sinn. Ja, stopp, nein, einfach nur weg. Ablegen. Mit T. Okay. So, und stattdessen nehmen wir
Was war noch interessant? Was war denn bitte noch interessant? Nein. Das ist okay. Du verbrauchst beim Sprinten 20% weniger Aktionspunkte, wenn du in einer Powerrüstung steckst. Finde ich gut. Finde ich wirklich, wirklich gut. Macht auch total Sinn. Ne? Das Sprinten, also die Energie, die wir für Sprinten aufwenden müssen, übernimmt ja dann die Powerrüstung. Klar. Okay, das wäre es soweit, ne? Ist alles drin? Ja, ist alles drin. Double check. Was haben wir denn hier Schönes? Einen gratis Rasenflamingo, den nehmen wir natürlich mit. Und einmal hier ein Spielerbild Platin, ein wahrer Held der Powerpatrouille, schaltet ein Spielersymbol frei. Klasse. Aber was machen wir als nächstes? Maisuppe habe ich genug, ne, für unsere heutige Tour. PS, neue Aufnahme, neues Glück, merkt man kaum. 18 Stück, sehr schön. Das ist das Allerwichtigste. Die Preise braucht man nicht anpassen. Wir haben ja in der letzten Aufnahme gut Kram verkauft. Ja, dann können wir eigentlich direkt weiterziehen. Vielleicht treten wir erstmal einer Gruppe bei. Ganz wichtig. Was haben wir hier? Zwanglos, wieder die Alkoholiker. Oh, so viele Alkoholiker heute hier. Wegen dem Glas hier oben, ne? Und hier einmal Buff für tägliche Operationen. Wollen wir nicht. Wir wollen wahrscheinlich in erster Linie Events spielen. Ellie, bitte. Mäuschen, ist doch in Ordnung. Ich habe gerade angefangen aufzunehmen. Und dann, gut, wir sind jetzt in einer Gruppe. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja noch die Handelbank bauen. Die haben wir uns ja verdient. Bin ich nicht im Baugebiet? Immer noch nicht. Aber jetzt. So, wo haben wir denn bitte jetzt die Handelbank? Da ist sie ja. Tatsache. Oh, wie cool. Ich weiß nicht, ob wir das Teil aufs Dach stellen oder hier. Bei uns in der Lümmelecke. Hier rauf vielleicht? Nee, das ist affig, ne? Komm, wir stellen das Teil aufs Dach rauf. Genau neben diesem Dampf- und Nebel produzierenden Raketchen. Hier ist gut, ne? Das sieht gut aus. Vorsichtig, aber nicht, dass es so glitchy wird, ne? Perfekt. Genau so. Okay, es ist glitchy. Es ist ein bisschen glitchy. Aber das macht ja nichts. Wir können es ja noch ein Stückchen bewegen. So ein kleines Stückchen. Bisschen nach vorne. Die Gewichte sollen hier nicht im Stahlträger verschwinden. Na, geht das? Na klar. Geht alles. Hey! Bewegt das Teil. Will er gerade nicht. Na, dann erstmal dahin und dann wieder zurück. So halbwegs gerade. So ist in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. So können wir stehen lassen. Handelbank. Aufzug. Ja, mach mal. Geht nicht. Wie, das geht nicht? Das ging noch bei Fallout 4 auch. Skandal. Wird Zeit, dass Microsoft hier mal ein bisschen was dran macht an diesem Spiel. Dieser Gegenstand kann im Moment nicht verwendet werden. Liegt es daran, dass das Teil vielleicht zu nah an dem Raketchen steht? Eine Sekunde. Geht's jetzt vielleicht? Es geht einfach nicht. Schade. Ist nur Deko. Ist es wirklich nur Deko? Na gut, dann kann es auch so halbwegs hier drinnen stehen. Flop! Ja, ist in Ordnung. Sehr fit das Ganze, aber jetzt können wir erstmal weiter. Gruppe ist abgehakt, Handelbank ist abgehakt. Und jetzt wollen wir ein bisschen Action haben. Und zwar wollen wir natürlich auch unser neues Scharfschützengewehr einschießen. Unser Scharfschützengewehr mit dem Namen die Sheriff 100. Bin ich im Reiseloadout? Jetzt bin ich im Reiseloadout. Wir wollen zu einem Event, ne? Wobei, töte eine Kreatur, während du in einer Gruppe bist. Gut, das machen wir nebenbei. Schließe eine tägliche Operation ab. Nicht sofort. Event. Ich will ein Event spielen. Oh, Project Paradise. Ich bin dabei. Ich liebe Project Paradise. Da bin ich sowas von dabei. Auch wenn das eigentlich kein Job ist für die Sheriff 100. Aber danach machen wir ein Die Sheriff 100 Projekt, / ein Die Sheriff 100 Event. Go! Gratis Schnellreise, das mag ich am allerliebsten. Project Paradise, Quest begonnen, locke harmlose Kreaturen in die drei Habitate. Oh, 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 vorsichtig, es geht gleich los, ne? Schrotflinten-Loadout, für die totale Power. Bist du böse? Nee, ne? Wo sind hier die Bösen? Wo sind hier die Bösen?
Oh, ach, das war, stimmt, genau. Das war gerade einer meiner legendären Skills. Das finde ich so cool, dass die Kreaturen hier manchmal auch explodieren. Hey, nicht ruckeln, wir müssen runter. Ist noch irgendwer anderes hier oder muss ich das ganz alleine machen? Dann bin ich überfordert. Hey, wer schleicht da rum? Was? Ereignis fehlgeschlagen? Ich habe doch gar nichts gemacht. Das wird das Problem gewesen sein. Aktiviere das Experiment. Ich war doch auf dem Weg. Alter Mann, ist doch kein D-Zug. Na gut, dann machen wir was anderes. Reise-Loadout. Ein normales Event, bitte. Wo haben wir denn hier überhaupt ein Event? Protestmarsch. Hört sich top an. Ich glaube, da gibt es viele, viele Ghule, die wir wegballern können. Ich gehe schon mal in Deckung. Nicht, dass uns hier noch irgendwer angreift. Ja, stimmt, ne? Ich glaube, der Protestmarsch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, besteht aus Ghulen, aus Verbrannten und Ghulen. Das sind ja zwei verschiedene Kategorien an Kreaturen. Viele nehmen es da sehr, sehr ernst. Ich nicht so, aber für die möchte ich das so erwähnen. Okay, dann raus aus der Rüstung, wenn wir nicht gleich angegriffen werden. Und dann werden wir schön Sniperinon. Achtung, hier spricht der Bürgermeister von Grafton mit einer Prioritätsnachricht. Arbeiter planen eine illegale Demonstration hier in Grafton. Hiermit verpflichte ich alle bewaffneten Bürger zur Niederschlagung dieses bevorstehenden Aufstands. Die Firma Grafton Steel ist ein wichtiger Unterstützer meiner Kampagne, also kann sie gar nicht schuld an all dem sein, was man ihr vorwirft. Okay, gut zu wissen. Ja, die können daran gar nicht schuld sein. Aber es könnten auch Supermutanten sein und ich irre mich einfach. Wäre aber noch besser, ne? Supermutanten wegballern ist auch eine coole Sache. Ich will erstmal hier irgendwo aufs Dach rauf, damit wir einen besseren Spot bekommen. Und eine viel bessere Aussicht. Was muss ich denn machen? Warum ist das Event nicht ausgewählt? Jetzt bin ich hier. Und, okay. Aktivierung umschalten. Zack, wir sollen darüber. Jetzt ist die Markierung da. Na, schaffen wir den Sprung? Könnte das was werden? Hup! Naja, fast. Hup! Nicht ganz. Tut mir leid, mein Fehler. Werde ich nie wieder machen. Wäre schön, wenn wir ein Jetpack dabei hätten. Oh, da gab es ein gemoddetes Jetpack in Fallout 4. Das man benutzen konnte, wenn man auch benutzen konnte, wenn man nicht in seiner Powerrüstung war. Das war ein cooles Jetpack. Hallo? Flop! Yay! Ich liebe unser neues Scharfschützengewehr. Vorsichtig. Hier auf die Kante, bitte. Vorsichtig. Okay. Flop! Herrlich. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ist gut möglich, dass ich das Fernrohr, das Visier von der Fantastic 5000 auch wieder gegen dieses Zielfernrohr austausche, weil das Handling einfach mal flotter ist. Es ist wirklich nur eine Millisekunde, aber die ist entscheidend. So, wo sind denn hier bitte die Demonstranten? 6 Meter in die Richtung. Ich höre was, aber ich sehe noch nichts. Hier sollten die sein, ne? Und warum tarnen wir uns nicht? Weil wir in der falschen Klamotte sind, wie immer. Wie soll das anders sein? Ah, hallo! Flop! Hi! Cool, ey, fuckig. Ganz tolles Handling. Das macht richtig Spaß. Oh, 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 oh. It's Action Time. Action! Wo seid ihr? Da unten. Hin und wieder mal auf den Radar gucken. Flop hat nicht gereicht, ne? Aber der zweite Schuss aus der Sheriff 100 ist um einiges schwächer als bei der Fantastic. Deswegen brauchen wir denn hier 3. Wenn wir die nicht richtig erwischen, dann müssen wir die Strafe dann eben halt hinnehmen. Dass wir ein bisschen krasser ballern müssen. Hey, wo ist der denn jetzt? Da unten? Eine Sekunde, ich muss das Dach wechseln. Hopp! Blub. Da sind sie. Eine Sekunde. Kopfschuss. Oh, das war dumm. Das war sehr dumm. Nicht anschießen im Bett. Außer wenn wir uns richtig, richtig sicher sind. Wackel mal nicht so hier. Ich liebe die legendären Skills. Das ist so cool. Da ist er. Da ist der üble Demonstrant. Verräter, du! Die Firma hat uns alles ermöglicht hier. Sei mal ein bisschen dankbar.
Gönn mal ein bisschen und mach kein Auge. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich habe es auf Instagram gelesen. Und das wird schon richtig sein. Hallo? Ach, da.